Willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier gerade noch am Ausbau unseres adeligen Zimmers. Das muss leider so ausgebaut werden, weil wir hier den blöden Baum haben und da darf im Radius nichts sein. Naja, so ist es, ne? So ist es. Es brennt immer noch. Ganze Map schon im Eimer jetzt mittlerweile, aber hey, was soll's. Waschbär, den hat's erwischt. Ich frage mich gerade, wie der gestorben ist. Ihm wurde auf jeden Fall der... Ach, der Rotfuchs hat den gekillt, okay. Er hat den Kopf abgebissen. Lecker, lecker. Die Basaine chillt draußen, wunderbar. Ja, wie gesagt, wir warten, ne? Wir warten, wir warten, wir warten. Sonnenfinsternis, jawohl, da freut sich der Sturm. Obwohl, nee, warte, nee, das wollen wir nicht. Den hier setzen wir hier hin und dann bauen wir nochmal eine Kopie, die wir hier hinsetzen. Ich glaube, die haben nicht so eine krasse... So eine krasse Auswirkung auf die Raumdingsbums, aber komm, passt schon. So, und hier. Oh, das muss auch noch weg. Und dann kommt hier noch so eine Stahldings hin. Genau. Perfekt. Wunderbar. Oh, das Canyon-Bündnis. Ah, okay, okay, okay. Also wieder mal der Außenposten. Ja, das sollte... Das sollte kein allzu großes Thema werden. Warum hat denn der keine Waffe? Warum habe ich dem... Warum habe ich unserem persönlichen Überpartner keine Waffe mitgegeben? Das ist dumm gewesen. Naja. Okay. Let's go. So, Blendimpuls. Damit er wenigstens irgendwas Gutes macht hier. Und was kann er noch? Massenhalli geht nicht. Aber hier. Zack! Oh, das ist ja nice, das Wort des Schmerzes, ne? So. Jetzt müssten wir nur noch treffen. Oh Gott, was mache ich denn? Na, wenn wir irgendwas treffen würden, wäre geil. Ach, Leute. Aber warte mal, wir haben hier eine Ermächtigung, ne, die wir machen können. So machen wir das. Du, da kommen die Janitscharen und dann kracht's hier. Und Soldaten können wir auch noch rufen. So, das Reich. Das Reich. Es kommt zu Hilfe. Schön. Boom. Und das war's. Geschafft. Jawollo. Easy. Ne? Ganz, ganz easy. Obwohl man sagen muss, da müssen wir schon nochmal gucken. Hier, das war das Chateau de la Paine, gell? Ja, da müssen wir schon nochmal Leute hinschicken. Aber ey, dieses Wort des Schmerzes, das finde ich ja genial. Das könnten wir ja hervorragend nutzen, um Leute hier reinzuschicken und die dann
für uns arbeiten zu lassen, selbstverständlich unentgeltlich. Was eine wunderbare Umschreibung ist für Sklaverei, wie ich finde. So, jetzt schauen wir mal kurz. Irgendwer muss doch das mal schnell hier aufstellen können. Nee, ne? Kann keiner. Muki! Doch, Muki. Muki kann. Und Standard theoretisch auch. Damit hier mal zu ist. Weil sonst wird es hier bald sehr, sehr kalt. Wir haben minus 7 Grad. Und wir wollen ja nicht, dass das schöne Bett hier gefriert, ne? Das muss ja nicht sein. Och nee, Riker. Warum? Wieso? Atkins beleidigte lauthals den Geisteszustand von Riker. Träumchen. Ich glaube, Riker hat das Ding lockerflockig gewonnen, ne? Aber hallo, er hat nur eine Prellung. Atkins hier, blams. Schön. Atkins hat es richtig auf den Sack bekommen. Das finde ich toll. So, und jetzt werden wir die auch endlich los. Das ist fantastisch. Jetzt haben wir die endlich. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Ja. Die verzischeln sich wieder, die vier Nasenbären, und dann Abflug. Komm, tschüssi. Wunderbar. So, Gastfreundschaft für Freunde. So freundlich waren die jetzt nicht. Aber immerhin, es gibt einen Janitscharenhelm und hier eine Psycho-Berserker-Lanze und eine kreative Eingebung, aber die kommt nicht von der Quest. Gut. Dann schauen wir mal weiter zu, wie hier fleißig gebaut wird, ne? Hier den Handelsplatz müssen wir noch versetzen. Ha, ha, ha. Wenn man den... Ja, aber da ist gefährlich, weil da wird scharf geschossen. Wir haben keinen Platz mehr, ne? Na, was wir machen könnten, dass wir das Gebäude hier mal abreißen. Und dann kann man hier den Handelsplatz hinstellen. Und hier lassen wir jetzt einfach Giftmüllpakete zu, denn Giftmüll produzieren wir ja eigentlich eh kaum noch, ne? Und die Automatiktür, die demontieren wir mal, weil die können wir vielleicht noch brauchen, wer weiß. Und dann passt das jetzt erstmal. Künstliche Ökosysteme. Okay. Oh, ich sehe gerade hier. Ups. Hier muss ja eigentlich Psychoid rein. Als muss ich schon mal gucken. Künstliche Ökosysteme, haben wir gesagt, ne? Da. Sind das dann bessere oder was? Hochentwickelte Terrarien. Uiuiuiui. Na, was sagst du dazu? Er sagt sehr viel dazu. Findet er gut, glaube ich. So, jetzt schauen wir mal, was das genau ist. Das wäre auch noch cool, ne? Wenn wir hier so einen Schiffslandeplatz bauen könnten. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal. Produktion. Künstliches Ökosystem. Ah, ist quasi die... Oh, das ist quasi die Mod-Version des Hydrokulturbeckens. Allerdings... Oh, da ist alles quasi. Das ist eine All-in-One-Lösung. Da ist schon eine Lampe drin. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das ist ein Mega-Mod-Item. Ich weiß aber nicht, von welcher Mod. Tut mir leid. Aber das ist cool. Das künstliche Ökosystem. Das finde ich mega geil. Weil dann brauchst du den Shuriken in Anführungszeichen nicht mehr. Shuriken, egal wie man das betont, ist mir egal. Du brauchst das Ding nicht mehr. Weil das sieht ja doch ein bisschen verwerflich immer aus. Ne? Naja, gut. Aber cool. Sehr cool.
Ey, das, ich habe so viele Ideen schon wieder für künftige Staffeln. Also es wird nicht die letzte RimWorld-Staffel sein, ne? Das möchte ich auch mal sagen. Und auch nicht die letzte RimWorld-Staffel auf dem Hauptkanal. Die nächste wird wahrscheinlich im Stream entstehen. Aber die werde ich dann auch hier wieder hochladen. Also ich denke mal, ich werde so ein bisschen bei RimWorld bleiben, vorläufig. Weil ich finde RimWorld einfach geil. Ja, ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das könnte ich das ganze Jahr hindurch spielen. Das gefällt mir einfach. Das mache ich gerne, RimWorld. Vor allem, wenn nichts weitergeht und wir ewig warten müssen auf so eine Kleinigkeit wie die Fertigstellung dieses Kackraumes. Grr. Grr. Aber wenigstens ist es warm da drin, oder? Ja, 20 Grad. 20 Grad, das läuft okay. Er sieht einfach nur mal... Warte mal. Warte mal. Kea sieht halt einfach mal aus wie ein Maschinengott. Wow. Geh wieder schlafen. Alter Schwede. Ein absoluter Maschinengott. Fantastisch. Ja, ich glaube, jetzt für den Winter werden wir nicht mehr großartig vorankommen, ne? Hier bei unserem Dings, weil ja, wir haben keinen Stoff mehr. Das Einzige, was wir machen könnten... Es ist so verführerisch. Ich zieh's auch durch, ich mach das jetzt. Komm. Müssen nur gucken, wie weit dürfen wir da ran? Also müssen wir, wenn dann, in die Richtung hier erweitern. So. Sieht ein bisschen bescheiden aus, aber ich glaube, ich mag's. Immerhin gibt ein bisschen Essen jetzt, ne? Ist auch toll. Haben ein bisschen Reis geerntet. Es ist ein bisschen verschwenderisch alles, aber wir sind ja Adlige, ne? Wir dürfen verschwenderisch sein. Der blöde Baum nervt mich. Der blöde Baum. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn sonst... Ich kann ihn nicht mehr großartig hier verschieben. Der muss hier bleiben, der Baum. Kommen wir nicht drum rum. Leider. Aber ich glaube, gegen Wege hat er nichts, oder? Weil dann wäre ja hier, könnte man echt hier so einen coolen Weg anlegen. Das hätte ich ganz gerne. So, hier so ein bisschen mit Sandsteinplatten was machen. Ne, Wege machen ihm nichts aus, okay. Wir haben so viel Sandstein, ne? Wenn ihr euch das hier mal anschaut. Wir können es uns leisten. Hier können wir auch noch erweitern. Warte mal. Stopp! Hier geht ja eh keiner hin. Oder? Hier geht doch keine Sau hin. Lass doch... Nee, so nicht. Ja, doch, so schon. So schon. Und hier kommt dann ein Durchgang rein. Bestehend aus Automatiktüren. Weil da werden sie dann ständig durchrennen. Damit sie hier rauskommen. Ja, cool. Mega Idee. Ich klopfe mal kurz anerkennend auf die Schulter, weil ich ein verdammter Narzisst bin. Gut gemacht, Bombardin. Ich bin stolz auf dich. Oh, danke, Bombardin. Hast du gut gemacht. Hab dich lieb, Bombardin. Ich dich auch, Bombardin. So. Gut. gesetzlosen Außenposten. Oh, 11 Erde. Das wäre schon verführerisch. Habe ich eigentlich Bock, ne? Habe ich eigentlich Bock. Wir haben eigentlich die Ausrüstung dafür, ne? Wir könnten das eigentlich locker flockig machen.
Interessant, dass wir die Ehre gerade nicht zuteilen konnten. 5 Tage sind die unterwegs. Naja, sind sie nicht ganz unterwegs, weil die ja mit Reittieren unterwegs sein werden. Gut, das passt, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Oh ne, wir haben keine Reittiere, ne? Wir bräuchten Reittiere. So langsam, aber sicher mal. Und wir bräuchten Kampftiere. Das wäre auch geil. Tiere, die kämpfen können, wäre noch der Hammer. So. Ja, 3,1 Tage sind es, ne? Also es geht. Das geht sogar. Einen Haufen Heu müssen sie mitnehmen. Da können sie alle mitnehmen. Ja, die werden vielleicht so knapp 10 Tage unterwegs sein. Das heißt, es ist nicht doof. Schlafsäcke haben wir auch. Gut, los geht's, oder? Let's fetz. Macht's gut. Bauvorhaben können wir später auch noch fortsetzen. Das ist schon in Ordnung. Hauptsache, böse Buben sterben. Lappen bleibt auf jeden Fall daheim. Nightlord, glaube ich, kann auch bauen, ne? Ja, 20 Konstruktionen. Der kriegt das definitiv hin. So, dann sammelt mal alles zusammen, meine Kinder. Nightlord muss noch schießen üben. Der hat erst 10 im Fernkampf, weißt du? Oh, hier müssen wir noch Strom hinlegen. Aber ich sag mal, das ist das kleinste Problem, ne? Strom. Und das ist ja jetzt richtig mega krasses Gebäude hier, ne? Geil. Jetzt muss ich nur gucken, ob hier... Ja, Dach ist erlaubt. Super. Geil. Und dann können wir hier nämlich die Wandleuchte versetzen. Machen wir hier mal hin. Das Ding müssen wir auch versetzen. Das machen wir mal hier hin. So, wie läuft's bei euch? Muki holt gerade noch was. Kia steht noch rum. Standard und unappend. Aufwachen. Geht los. Hoffe ich. Wer arbeitet denn gerade noch? Das würde mich interessieren. Muki steht nur rum. Kea steht nur rum. Standard steht nur rum. Una steht nur rum. Merlin futtert und steht nur rum. Savage steht nur rum. Wer arbeitet hier gerade noch? Hallo? Das nervt mich. Das Karawanenbilden, das geht mir so auf den Sack, ey. Ja, hier, der sammelt noch Reisevorräte ein. Aber nur einer. Warum sammeln denn nicht alle? Rimworld, das wäre doch mal eine Idee. Weil die 5 Milliarden Heu... Ah, das ist das Problem, das Heu. Aber können wir das da lassen, ist die Frage. Wahrscheinlich müssten wir Kibbel produzieren. Also Tierfutter quasi. Und dann könnten wir das machen. Hm. Ja. Schwierig, schwierig. Alles schwierig. So oder so.
Machen wir wenigstens hier weiter. Dann können wir hier abreißen. Ich bin gerade zu faul, den richtigen Befehl rauszusuchen. Seid mir nicht böse. So, Winter beginnt, Karawane zieht weiter, oder wie? Jawohl, endlich. Mach's gut, Karawane. Tschüss, Karawane. Warum kommt denn der Fabrikor mit? Achso, der holt einen Stein. Ich dachte schon, der wäre in der Karawane dabei, du. Das wär's gewesen. Was? Was? Der Thronsaal? Oh, der ist aber auch dreckig, du. Wo sind meine Putzhelfer? Och. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht jetzt. Dann hoffen wir mal, dass unsere Jungs wieder gut nach Hause kommen, ne? Das ist der Wunsch aller. Achso, jetzt habe ich eine Kopie gebaut, ne? Naja, macht nichts. Wir brauchen so oder so ein bisschen mehr Licht hier drinnen. Da werden wir nicht drum rumkommen. So, dann Böden. Wir machen wieder Beton rein. Wir hatten hier jetzt Fliesen aus Beton. Das heißt, das machen wir hier auch. Da ist wieder dieser ganz kleine Nupsi-Pupsi. Der nervt, aber da kommen wir nicht. Da können wir jetzt nichts machen. So, die Wand kommt hier auch noch weg. Da müssen wir dann auch nochmal Böden verlegen. Aber soweit sieht das doch ganz fein aus. Ich glaube nur, bisschen kühl ist es da drinnen, ne? Zumindest jetzt aktuell. Ist logisch, weil wir nur ein Temperaturgerät haben. Ja. Nee, bauen wir nicht hier hin. Machen wir hier hin das dritte. Das wird eine mega geile Indoor-Farm. So, Kopie bauen. Dann lassen wir hier Nightlord einfach mal durchrödeln. Ne? Nightlord, schaut euch das an, der ist so krass unterwegs hier. Boah! Schaut euch das an, wie der das wegrockt hier alles. Wahnsinn, oder? Ein Biest in Sachen Arbeit. Oh, hier werden Reittiere. Reittiere, Leute. Dann nehmen wir welche mit. Die holen wir uns. Haben wir jemanden da, der zähmen kann noch? Ja, Bobby. Bobby. Muss Bobby machen. Ja, im Thronsaal muss man jemanden nass durchwischen. Schaut euch das mal an. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterbar. Wie geht's der Karawane? Na, ist unterwegs, ne? Läuft. Jawohl, das erste Pferd haben wir schon mal. Sehr nice. More to come. Dürfen wir das eigentlich mittlerweile abreißen? Sagt nichts mehr, ne? Ich habe halt auch vergessen. Ah, 2,4 Tage. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, wo man schauen kann. Aber 2,4 Tage müssen wir das Ding noch beschützen. Dann können wir es abreißen, theoretisch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, obwohl. So wild ist es jetzt auch nicht. Müssen nur aufpassen, da sind Mechkapseln, die könnten böse sein, Minigun-Raupen, die tun uns nichts. Ah, die Landner sind doch auch direkt vor der Basis gelandet, ne? Müssen wir mal gucken. Irene kann auf jeden Fall schießen, ja. Okay.
Ja, wir haben nur 4,9 Tage, das heißt, es bringt jetzt nichts zu warten. So, schau mal, dass wir hier die Türmchen hier zerlegen. Hm, ja, die übt noch, die Irene. Irene übt noch. Ja, die ist halt dumm auch, ne? Warte mal, versuch mal, lass mal einen Lappen versuchen. Ich glaube, ich habe in der Mod eingestellt, dass es eine Mischung aus Fernkampf und Intellekt ist. Da wäre der Lappen wahrscheinlich ein bisschen besser. Eventuell, mal gucken. Lappen. Naja. Wir nähern uns. Ach, da ist ein Schild dabei. Okay, ich sehe es gerade. Den habe ich vorher nicht gesehen. Ja, da müssen wir mit einer EMP rein erstmal. Alle verbieten und erstmal mit einer EMP. Jawohl. Habe ich nicht gesehen, dass da ein Schild ist. So, und jetzt können wir. Jetzt ist der Schild erstmal im Eimer. Jetzt müssen wir halt nur noch was treffen, ne? Oh, der hat gesessen. Der war gut. Ah, kommen noch mal welche, aber... Okay. Gut, wir versammeln uns. Kinder und Erwachsene, alle gleichermaßen. Wir gehen mal in Deckung. Und alles begibt sich in Sicherheit, vor allem die Botterinos. Man weiß ja nie. So. Dann lassen wir die mal angreifen. Sowas hier, das können wir wunderbar zerstören dann, ne? Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir müssen drauf achten. Ja, da wird's unsere... Da wird's leider unsere kleinen, netten... Türmchen wieder zerfetzen im Vorraum. Ah, läuft schon mal ganz gut, ne? Ist schon ganz okay. Flaps! Kaputt! Der Vorraum ist teuer, aber er lohnt sich, finde ich. Der Vorraum ist absolut lohnenswert, du. Der haut schon mal einen Großteil der Angreifer weg. Das finde ich sehr, sehr geil. Trifft gerade nicht. Ui. Ja, jetzt wird's feurig, ne? Diese Inferno-Dinger, die sind ätzend. Niemand mag die. Könnten höchstens noch... Luftunterstützung, nicht Luft, Artillerieunterstützung geben. Na, wobei, jetzt ist eh gleich vorbei. Befürchte ich. Und ich glaube, ich weiß nicht, will ich da hinschießen? Das ist die Frage, ne? Naja, ein kleines Schüsschen geht schon. Eventuell. Wenn er denn trifft. Es fliegt, es fliegt, es fliegt, es fliegt, es fliegt. Boah!
so knapp daneben. Ja, das war's. Das war's wahrscheinlich mit der Verteidigung. Okay, nee. Ja, ein Schüsschen noch. Aber nicht mehr. Trifft ihn nicht. Ja, es war... Das ging eher schon in Richtung Friendly Fire jetzt. Na gut. Aber... Kommen never ever durch. Ne? Werden niemals durchkommen. Also vielleicht kommen sie doch durch, aber... Spätestens hier ist dann Schluss. Da gibt's dann schönes Uranium Fever und dann... Ich glaube, ich mache diesen Raum hier noch ein bisschen größer. Dass wir hier anfangen. Weil dann könnte man nämlich auch so Uran-Geschütztürme und so reinstellen. Zwei sind noch übrig. Dann war es nur noch einer. Und der ist aber sehr langsam unterwegs. Oh cool, der Notfallsanitäter hat einen geilen Jump gemacht, ey. Man muss den einfach lieben. Das war's erstmal. Nightlord. Oh, Nightlord ist noch besser, glaube ich, ne? Schauen wir mal. Vielleicht kann der mit der Artillerie was ausrichten. Also ich will die jetzt eigentlich nicht hier hinschicken, zu diesem schönen Türmchen hier, sondern ich möchte das jetzt eigentlich ganz entspannt alles zerlegen. Dafür haben wir ja die Artillerie. So, ich weiß jetzt nicht, ob es schon wieder geht. Deswegen müssen wir mal gucken. Nö, hat geklappt. Und er hat sogar den Schild getroffen. Er wollte es nicht, aber er hat ihn getroffen. Oh, der ist gar nicht... Der ist gut, der Nightlord. Oh, da ist der Schild im Eimer. Ja, wunderbar. Er hat nicht das getroffen, was er treffen soll, aber... Jawohl! Dieser Nightlord. Wenn wir das Ding zerstört haben, dann haben wir Ruhe. Oh, wir müssen Nightlord reinschicken. Ja, ein bisschen was hat er erwischt, den Turm noch nicht, aber jetzt lassen wir ihn erstmal schlafen und essen. Obwohl. Naja, doch. Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Der soll sich jetzt erstmal... Entspannen soll er sich. Ja, das soll er machen. Gut, ich sage jetzt der Autoimpulsturm. Aber wir haben eigentlich niemanden, der den zerlegen kann. So richtig. Naja, doch. Doch, eigentlich schon, oder? Komm. Wenn es leichte Verletzungen gibt, das ist ja dann nicht so wild. Müssen halt nur zügig ran. Ja. Okay, das geht nicht. Dann machen wir es so. Jawohl. Bobby lässt sich behandeln. Ah, Schüsschen in den rechten Arm, ne? Läuft schon. So, das hier müssen wir zerstören. Obwohl. Wird schon nicht gleich in die Luft fliegen wie sonst was, oder?
Hat geklappt. Wunderbar. Und nächste Folge geht's dann weiter Richtung Banditenlager. 17 Gegner erwarten uns da. Nicht schön. Wir sind 6. Käiserliche sehe ich da gerade. Käiserliche. Naja. 17 gegen 6 Leute, das ist ein super Kommando, ja? Hier, die kriegen das schon hin. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.